Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play. Hitman. Wir hatten gerade schon das Problem, dass es uns genau an der Stelle abgeschmiert ist. Ich hoffe nur mal, dass es nicht passiert jetzt, weil wir wollen gerne aufnehmen und nicht irgendwie das Spiel abschmieren lassen. Da oben, der Typ muss jetzt einfach nur hier runterkommen, sich in dieses scheiß Flugzeug setzen und dann, ja, dann geht's ab. Er bewegt sich schon mal, das ist schon nicht schlecht. Den Typen da hinten fällt auch gar nicht auf, dass hier einfach so ein Bauarbeiter irgendwie in den Schatten hockt. Du bist ziemlich im Finstern. Ja, das stimmt. Und wo ist der Typ jetzt? Dass man den ein bisschen Der ist verfolgt. genau über uns. Ich schau mal, ob wir den nicht vielleicht irgendwie noch dazu holen können. Der ist da irgendwo oben. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, nach oben zu gelangen. Vielleicht hier. What the fuck? Ach so, wir sind draußen. Ich dachte gerade, warum hört sich's an wie im Regenwald? Wo ist denn der? Hä? Wo ist er jetzt hin? Hä? Bin ich gerade blind oder siehst du ihn auch nicht? Ich sehe ihn auch nicht. Ah, Da da. ist er. Ah, ich glaube, jetzt kommt er runter. Ich halte zu denen mit dem Punkt da über den Köpfen Abstand. Ich glaube, das sehen nur die da vorne. Ja, ich glaube, er kommt. Wir halten uns schon mal Richtung Ausgang, damit wir dann einfach da abhauen können. Jetzt redet er irgendwas, aber das ist vollkommen wurscht. Wir müssen eh nichts mehr belauschen, um Informationen zu erhalten, weil wir haben ihn ja schon quasi tot, wenn er endlich mal herkommt. Die Geht er Grafik wieder fällt. rein? Was? Nein! Ganz schlecht. Na, vielleicht musst du irgendwas mal Vielleicht. machen. Muss ich vielleicht da selber reinklettern? Na, 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 Das na, wäre na, aber na, irgendwie na. dämlich. Weil der schießt dann da ja gegen die Decke und stirbt dadurch. Ich probiere mal hochzugehen. Die Frage ist, wo Vielleicht ist hier müsst ihr der ihm sagen, dass es Treppenaufgang? fertig ist zum Test. Das könnte. Nein. Ich weiß nur nicht, ob ich mit als so ein Bauarbeiter oder Flugzeugtyp da überhaupt drauf darf. Ja, also hier darf ich schon mal hoch. Das ist schon mal nicht schlecht. Geht jetzt damit Hier darf ich rein. auch rauf. Ach so, das müsste ich aufbrechen. Na, das da man nicht, das fällt Nee. auf. Ja. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich zu dem in sein Büro rein darf. Mit der Uniform zumindest. Ich hätte da reingeschaut. Ja, Vielleicht ein vielleicht kann. Na, das sind überall Wachen. bisschen was zusammensammeln. Ja, aber ich Was will ja ist mit eigentlich. der Tür? Okay. Darf ich hier rein? Noch sagt keiner was Gegenteiliges. Feueralarm auslösen. Ich glaube, das ist auffällig. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht genau das Richtige ist. Ich müsste den theoretisch einfach. Ich probiere mal, ob ich mich vielleicht, wenn der jetzt hier rauskommt, reinsneaken kann und den Wachmann da ausschalten kann. Also nicht so. Nein, jetzt kommt da einer. Wobei, mich als der zu verkleiden wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Ich probiere es einfach mal. Komm! Schnell! Du musst nur wissen, was du ihm hintust Ja. jetzt. Das ist doch gar nicht so leicht, nicht wenn der Zug da hast was. Da ist eine Toilette. Da rein. Okay. Sollen jetzt verkleiden? So, Herausforderung, Sie sind jetzt der Oberst. Sure, no problem. Okay, is that real? Shit, that is real. Oh shit, nein! Das ist jetzt blöd. Okay, ich kann das Schachspiel aber manipulieren. Wahrscheinlich kann ich ihn da auch irgendwie austricksen dann. Wobei eigentlich müsste er, wenn der jetzt alleine ist. Stirb! Stirb! So. Schnell weg hier! Bring den weg! Hallo? Danke. Oh, ich glaube, der kommt zurück. Nein, gut. Schnell, ne? Ja, beseitigen. Zwei gehen rein, glaube ich, mehr nicht. Und tschüsschen.
Jetzt kann es normal. Jetzt einfach ganz normal rausgehen. Du musst aber aufpassen auf den Punkt, die was ihm können. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Nein, jetzt habe ich ihm in seine Zunge gefasst, als ich ihn. Nein, das war mein Finger. Ja, gut. Gut, aber ich glaube, mich scheint keiner zu kennen. Ich glaube, die haben alle zu viel Angst, mich anzuschauen. Ja, die kennen mich nicht, das ist schon mal gut. Wo müsst ihr? Hier ist keiner. Ja, ich gehe jetzt einfach raus. Wobei, ich gehe am besten da durch diesen kleinen Zaunverschlag raus. Wo sind wir reinkommen? Nein, nein, rechts gehst. Ach nee, hier sind wir. Hier sind wir hochgeklettert. So. So, und wir sind... Rechts. Da, genau hier. Wir müssen einfach hier rausgehen. Sprechen. Also brauchst du nicht. Hier, so. Wupp, fertig. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Ja, geil. Ich glaube, wir haben jetzt das Tutorial abgeschlossen, die Abschlussprüfung. Das kann das sein, ja, weil er steht ja für die Einsätze. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. You were always the best. Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Ich glaub ziemlich sicher, dass das unser Gegenspieler ist. Vermutlich, ja. Den einen Kill, wo er auf die Scheibe geschossen hat, diesen Spiegel, den kennen wir noch aus Hitman Absolution, falls ihr das Let's Play gesehen habt. Das war Dom Osmond, glaube ich, oder so hieß der. So, und jetzt starten wir die erste Mission. Und wer es noch nicht weiß, ich glaube, du weißt es noch nicht, das Spiel ist in 6 oder 7 Episoden eingeteilt und jede besteht aus 1 oder 2 Missionen. Und ich würde sagen, nach der Abschlussprüfung starten wir jetzt mit der Mission Showstopper. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguine owner Viktor Novikov, a
former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguine show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Ich finde das Briefing schon einmal geil. Ja. Yeah. Vor allen Dingen, es hat im Gegensatz was zu Absolution wirklich was von Einsätzen. Wir haben jetzt hier sogar, das waren die Einsatzziele, jetzt können wir Planen machen. Beliebige Waffe. Das heißt, wir haben keine Vorgaben hier für die beiden. So, Planung. Geschmuggeltes Objekt. Wir müssen dafür was... Ah, großes Agentur-Pickup. Kellertreppe. Oh, wir können bei der Kellertreppe was positionieren, oder was? Naja, da wahrscheinlich Security sein wird, sollten wir vielleicht eine schallgedämpfte Pistole verwenden, oder? Wobei, nee, hier. Das ist bereits verwendet. Das heißt, ich glaube, wir sollten hier eins dieser Sachen verwenden. Was ist, glaubst du, besser? Eine Spritze oder ein Dietrich? Ich glaube, der Dietrich ist gut, um überall reinzukommen. Oder? Vermutlich, ja. Verwenden wir das mal. So, verborgene Waffe, okay. Verkleidung, Smoking. Was können wir da noch? Ja, klassischer Anzug, nicht Smoking, schaut gut aus. Zubehör, Klavierseite, Zubehör, Münze. Die ja, Spritze ist vielleicht gar nicht so... Klavierseiten brauchen wir aber auch, ne? Ja, aber die haben wir ja schon, das ist einzig. Ja. Was ist das? Annäherungssprengsatz. Na, das ist zu laut. Spritze. Tödliches Gift. Vielleicht können wir da einen der beiden so ausschalten. Startpunkt. Und den anderen durch einen Unfall oder so. Startpunkt, Haupteingang. Oh, wahrscheinlich kann ich das dann... Oh, wir können uns als Chefkoch in der Küche verkleiden oder so. Oder als Ankleide, Ankleider. Ja, ich muss da erst Sachen freischalten. Aber okay, ich denke, das passt so. Wobei, ich glaube, es ist geschickter, wenn wir die Spritze da platzieren und aber als Zubehör am Anfang den Dietrich haben, damit wir uns am Anfang schon mal umschauen können. Okay. Dann starten wir. Auf geht's. Ja. Unser erster wirklicher Auftrag. Und? Also das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu laden. Das Spiel ist ja nicht gerade performance-geil. Also es ist natürlich als Hitman-Spiel geil, die Leute auf verschiedene Weisen umzubringen, aber grafisch und performance-mäßig ist es nicht auf neuestem Stand. Ja, vor allen Dingen... Es ladet lange. Aber das tut Bloodborne auch zum Beispiel. Also das ist nicht wirklich ein schlechtes Zeichen. Vor allen Dingen, die Karten sollen ja riesig sein. Genau, deswegen dauert es. Doppelt oder dreifach so groß wie die im Tutorial, also. Ich bin schon gespannt, als was wir die jetzt umbringen können. Also ich möchte auf jeden Fall das Gift einmal einsetzen. Mhm. Und richtig geil wäre natürlich auch ein Unfall oder eine Klavierseite. Irgendwas klassisches, Hitman-artiges. Nicht gerade die Idee jetzt mit einem Scharfschützengewehr oder so, dann mit der Pistole umballern. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite.
You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Alles klar. Die Frames gehen... Alter! Ist das vielleicht irgendwas Wichtiges? Na, nicht durchreden, sonst ist der auch gefallen. Das stimmt. Ich glaube, wir sollten einfach mal ein bisschen uns umschauen. Okay, da hinten hin können wir, glaube ich, schwer kommen, glaube ich. Wir gehen einmal normal rein. Würde ich auch sagen. Ja. Ja, noch überwältigen wir jetzt da am besten niemanden, das wäre ein bisschen sehr auffällig. Und das Model können wir sich ja nicht schwer verkleiden, ne? Ja, wobei das wäre irgendwie geil. So. Gut, wir sind drinnen. Jetzt müssen wir schauen, wo die Ziel... Ah, da ist der Kerl. Head of Sanguin and Ringleader of Iago. Quite the resume. Okay. Wir sollten uns jetzt nicht großartig mit dem aufhalten. Ich glaube, wir sollten eher schauen, dass wir... Wo ist die andere Zielperson? Oben im zweiten Stock. Da ganz hinten. Okay. Schauen wir mal, wie das Gebäude überhaupt ausschaut. Okay, da geht schon mal irgendwo rein. Da sind zu viel Security in meinen Augen. Oh, da ist der Runway. Wenn die als Model auftritt... Die tritt nicht als Model auf. Meinst du? Wir könnten uns vielleicht als eines dieser männlichen Models ausgeben. Ja, und? Vielleicht sitzen die beiden dann oder stehen nein, die nein, hier nein. Unten. Ja, aber das nützt ja nichts. Du kannst das nicht mitten in der Menge ausschalten. Das stimmt, das wäre ein bisschen blöd. Bitte einmal... Du musst eher mal alleine erwischen und sie... Oder sie, ja. Okay, wir müssen irgendwo mal nach oben. Ah, da hinten schaut so aus. Vielleicht können wir über die Terrasse irgendwie nach oben. Oder vielleicht können wir irgendwas vergiften. Ja. Wir können untertauchen. Als Kellner aber nur. Als Kellner uns zu verkleiden wäre, denke ich, auch relativ sinnvoll. Ist hier eine Treppe? Ich suche die ganze Zeit eine scheiß Treppe. Ne? Moment, was haben die vor? Moment. Wir werden verhandeln. Du kannst das schon mal erwischen. Valerie, you've been trying to discredit him for years, and now? Showstopper's going under, Liza. What can I say? It's all about the blogs now. Okay, also die werden jetzt sich irgendwann mal allein sein. Das ist schon mal eine gute Gelegenheit. Weil ich meine, ein oder zwei Kollateralschaden würde man natürlich gern vermeiden, aber beim ersten Mal diesen Auftrag machen, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, überhaupt einmal es zu schaffen. Was kann man hier machen? Schraubenschlüssel, aber gut, was bringt das? Wahrscheinlich wird die Terrasse geflutet oder so. Warum kann ich nur als kein Gift im Inventar? Ja, du hast ja Spritzen, eine Giftspritze. Ja, stimmt. Das heißt, das muss gespritzt werden. Hier rüber ist, glaube ich, ein bisschen auffällig, oder? Ah, scheiß auf. Oh, Moment, hier. Da unten ist jemand. What the hell is a bare knuckle box? What? The Sanguine boss, Novikov. Yes, if I could make him one. Oh, that. Yeah, shit. I forgot. It's a cocktail. His favorite, apparently. Okay. The palace owner, Mr. Laren, left us the recipe, but I think I left it down in the basement. He's gonna copy it out and laminate it, but. Yeah. Whatever. Who cares? Gelegenheit ist schon mal gut. Viktor Novikov's favorite drink is a rather obscure cocktail known as a bare-knuckle boxer. Okay. The recipe, however, has been misplaced in the basement. Sounds like a chance opportunity to get on Novikov's good side. Ah, wahrscheinlich können wir das Rezept irgendwie so manipulieren, dass da irgendwas Giftiges draufsteht. Ah, das glaube ich nicht. Booze is booze, right? Nah, I should really als Palastmitarbeiter, ja. Serves a decent drink.
Oh fuck. What are you doing here? Huh? Shit. Yeah, I need help here. Hey. That guy, he's going absolutely mental. Hold him right there. Got him on. Oh nein, das war jetzt schlecht. Okay, Neustart. Mission, nein, laden. Kann ich irgendwie gerade was laden? Das da zum Beispiel, wo wir die gerade belauscht haben. Aber das wäre, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir dürfen nur dann nicht zu schnell runter. Ich glaube, wir müssen den einen nochmal hochkommen lassen und dann den anderen verfolgen, der reingeht. Mhm. Das ist, glaube ich, die the way to go. Ja. Sorry, ja. So. Du kannst aber so gleich runtergehen. Du packst nicht so auffällig runterhupfen, da kannst du runtergehen. Ah ja, genau. Das habe ich gerade gar nicht bemerkt. Laufen die auch nicht. Warum? Wir schauen irgendwie aus wie ein Schwarzer, wenn wir im Schatten sind. Mhm. Okay. Schau dir ein bisschen um. Ja, Moment, jetzt ruckelt schon wieder. Also ich glaube, ich habe okay. Der Anzeigetreiber bei uns hatte gerade einen Fehler. Aus dem Grund ist das Spiel gerade abgeschmiert. Aber das ist gar nicht so blöd, weil wir sehen uns eh erst beim nächsten Mal dann wieder. Bei Hitman. Bei Hitman, ja, ciao.